Hallo, ich bin Matthias Ekström. Hinter mir steht mein Audi S1 Rallycross-Version. Jetzt will ich schon ein paar Kleinigkeiten zum Auto sagen. Wir fangen an zu sagen, was ist der Unterschied zum normalen DTM-Auto? Weil das ist, was normal jeder Mensch kennt in Deutschland. Da haben wir Heckabtrieb, hier haben wir Allrad. Vorne Antrieb und hinten. Dann den Motor, wir haben 4 Zylinder mit Turbo. Das heißt genug Leistung für jede Strecke, für jede Kurve. Wir haben ungefähr knappe 600 PS, 850 Newtonmeter. 0 bis 100 in 2,5 Sekunden. Manche sagen 2, aber das habe ich noch nicht gelesen. Jeder, der Rallycross verfolgt hat, sieht, dass Dreck, Staub und alles ist eine Herausforderung. Das heißt, Schmierstoffe und alles hat ja eine enorme Belastung. Eins, weil es sehr heiß wird, die Motoren haben sehr viel Leistung. Das heißt, alle Schmierstoffe kriegen schon zu wissen, warum wir die verwenden, weil die gehen komplett am Limit überall. Für mich ist die Partnerschaft mit Ravnol sehr wichtig, weil die Produkte, was wir bekommen, ist super. Hier, Reifen, haben wir Slicks mit geschnitten. Wenn man das übersetzt, denkt man, wie soll das auf Schotter laufen? Aber die sind so irre weich. In Racing würden wir sagen, das ist ein Qualifier. Hier braucht man das für den Asphalt und um Grip zu haben bei den Schotter. Zum anderen größten Unterschied in den Autos ist, dass die Autos hier, die sind stabil. Das heißt, man kann ein bisschen Kontakt geben, weil hier ist Kohlefaser und Kevlar sehr, sehr dick. Das heißt, Rallycross, eigentlich dasselbe sportliche Reglement wie DTM, aber hier wird es mehr mit Kontakt gefahren, weil die Abstände zwischen den Autos sind viel kleiner. Wenn man auf Schotter kommt, fährt ein bisschen quer, stecht der andere die Nase rein, bam! Und da muss das Auto stabil sein. Willkommen in meinem Büro. Hier ist ein kleiner Unterschied zum DTM. Wir haben keinen Monocoque, sondern einen üblichen Sitz. Schalthebel statt Schaltwippen. Und dann mein Favorithebel, der riesen Handbremse. Das nutzen wir, um das Auto ein bisschen mehr quer zu bekommen, vor allem in die langsamen Kurven. Die restlichen Sachen, Gaspedal, Bremse, Kupplung, ist bei jedem Rennauto dasselbe. Ein von den besten Teilen ist unser Heckflügel. Ganz schön groß, sorgt für viel Heckabtrieb. Wichtig vor allem an die Sprünge, was wir haben, dass das Auto flach springt. Eine andere Sache, was viele fragen, ist, warum wir hier einen Lufteinlass hinten haben. Das ist für den Wasserkühler. Weil wenn man im Schotter hinter jemand fährt, dann würde ja der Wasserkühler dicht werden. Motor wird kochen und Ende vom Rennen. Deshalb Wasserkühler hinten, Ladeluftkühler vorne. Dann kann man, obwohl das Auto voll mit dreckig, immer noch schön Vollgas geben.